Ich würde gerne wissen, was die positiven Auswirkungen der Globalisierung auf unsere Welt sind. Das ist kein Problem, denn wir erklären euch genau das heute in diesem Video. Viel Spaß dabei. Und hier seht ihr eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die wir euch heute in diesem Video vorstellen werden. Und bevor das Video jetzt losgehen kann, wollen wir euch noch unseren Kurs vorstellen, denn der ist jetzt für euch verfügbar. Ihr seht, die gesamte Globalisierung decken wir mit diesem Kurs ab. Das heißt, alles, was ihr in diesem Video erfahrt, bekommt ihr natürlich nochmal im Kurs mit Texten, Aufgaben und Zusammenfassungen zum Verstehen. Und natürlich gibt es auch Lernkarten, falls es mal schnell gehen muss. Da sind dann die wichtigsten Fakten nur nochmal für euch zusammengefasst. Und das Ganze bekommt ihr jetzt mit dem Code WELCOME 20% reduziert. Also checkt unbedingt aus. Erster Link in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es jetzt das Abo für euch, mit dem ihr mit Selbstorientiert Plus entsprechend Zugriff auf alles habt, was wir jemals veröffentlicht haben. Also auch das gerne auschecken. Zweiter Link in der Videobeschreibung. Jetzt geht's los mit dem Video. Nun wollen wir uns die positiven Auswirkungen der Globalisierung angucken und dabei ist es ganz wichtig, dass es natürlich zahlreiche positive und negative Auswirkungen der Globalisierung gibt. Hier wollen wir uns jetzt aber erstmal auf die positiven Auswirkungen der Globalisierung verstärken und ihr seht schon eines der zentralen Bilder, was wir euch da ganz plakativ einfach nur hingesetzt haben. Da seht ihr nämlich die Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Ländern, das ist etwas, was sehr positiv hervorzuheben ist. Das heißt, wir haben einen gesteigerten interkulturellen Austausch, der letztendlich das Verständnis für verschiedene und unterschiedliche Kulturen steigert. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Menschen ist etwas, was wir als Menschen sehr positiv hervorheben müssen. Das sind positive Auswirkungen der Globalisierung, die natürlich auch in der Zusammenarbeit dann letztendlich geendet sind. Und hier müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass das Ganze auch ein historischer Prozess ist. Wir haben historisch gesehen in den vergangenen Jahrhunderten häufig Kriege gehabt, wir haben häufig Auseinandersetzungen gehabt, bei denen Menschenleben in Gefahr waren. Und so ist es erstmal eine positive Auswirkung der Globalisierung, dass wir trotz aktueller Konflikte weiterhin einen Weltfrieden erstmal sichern konnten, dass wir einen interkulturellen Austausch ermöglichen konnten und jetzt schon ganz anderes Wissen haben, als es eben noch vor wenigen Dekaden war, vor wenigen Jahrzehnten war. Außerdem ist es so, dass wir eine verbesserte Vernetzung haben, diese ermöglicht den Austausch sowie aber auch die Verbesserung von Lebensbedingungen in Entwicklungs- und Industrieländern gleichermaßen. Dabei ist es entsprechend so, dass die positiven Auswirkungen der Globalisierung definitiv sind, dass wir jetzt eine bessere Erreichbarkeit von allen Ländern der Welt haben, unter anderem durch die Erfindung des Flugzeugs, die ja auch Teil der Globalisierung ist, sowie aber entsprechend auch das, was damit kommt, nämlich dass wir durch diesen interkulturellen Austausch, durch diese bessere Vernetzung auch die Möglichkeit haben, Lebensbedingungen in verschiedenen Ländern zu verbessern, Lebensbedingungen letztendlich auch deshalb zu verbessern, weil man eine Zusammenarbeit ermöglicht. Und das ist genau dieser Punkt, nämlich der schnellere Zugriff auf neue Technologien und die verbesserte Reaktion der internationalen Politik auf bestimmte Krisen. Wenn wir uns vorstellen, wie das noch vor wenigen Jahrhunderten war, dann ist ganz klar, dass wir nicht diese internationale Dimension der Reaktion auf eine bestimmte Krise hatten. Wir haben es in den letzten Jahren gesehen, wie die Covid-Pandemie uns weltweit betroffen hat. Dennoch konnten wir auch sehen, dass ganz schnell reagiert werden konnte und Länder, die beispielsweise einen hohen Masken Vorrat hatten, den an andere Länder abgeben konnte. Die weltweite Entwicklung und die weltweite Forschung an einem Impfstoff hat auch dazu geführt, dass wir einen schnelleren Zugriff auf diese neue Technologie hatten und das hat in Industrieländern funktioniert. Das hat aber natürlich auch positive Auswirkungen auf Entwicklungsländer gehabt, die früher eventuell nicht diesen schnellen Zugriff auf solche Impfstoffe gehabt hätten. Bitte lasst uns hier dennoch nicht über diese Politik reden. Es ist nur ein Beispiel der positiven Auswirkungen. Natürlich gibt es auch in dieser Dimension wieder negative Auswirkungen. Wirtschaftliches Wachstum und die Verbesserung der Lebensqualität ist letztendlich auch ein Aspekt. Den hatten wir gerade schon mal kurz angerissen. Es geht um gesteigerte interkulturellen Austausch, der dieses wirtschaftliche Wachstum natürlich befördert, aber letztendlich auch globale Möglichkeiten als Unternehmen zu agieren. Das heißt, wenn jetzt jemand in Deutschland ein Unternehmen gründet, dann kann er nicht nur europaweit, was auch schon ein Riesenfortschritt ist, agieren, sondern er kann global agieren. Er kann mit jemandem in den USA arbeiten, er kann mit jemandem in Australien arbeiten oder mit jemandem in Japan arbeiten. Das sind alles Möglichkeiten, die jetzt bestehen und die dieses wirtschaftliche Wachstum natürlich nochmal enorm befördern und natürlich dann letztendlich auch zur Verbesserung der Lebensqualität führt, die von Menschen, die entsprechend sich bei dieser Globalisierung einbringen.
Und zuletzt gibt es natürlich auch den Aspekt der Ökologie. Also ökologische Krisen können so auf einer globalen Ebene bekämpft werden. Wir sehen natürlich jetzt uns im Auge der Klimakrise und müssen uns dem natürlich stellen. Und da ist es ganz wichtig, dass diese ökologischen Krisen eventuell eben durch diese Zusammenarbeit besser behoben werden können. Natürlich gibt es jetzt auch wieder Kritiker, die kommen mit, dass die Globalisierung letztendlich auch der Grund für diese Klimakrise sei. Aber das muss man sich eben ganz bewusst machen, dass es immer positive und negative Auswirkungen gibt. Hier aber erstmal diese positive Auswirkung, dass man auf einer internationalen Ebene, auf einer Ebene der Zusammenarbeit eben diese ökologischen Krisen bekämpfen kann. Und das fassen wir euch jetzt einmal ganz kurz zusammen. Ihr habt gesehen, es gibt zahlreiche positive Auswirkungen der Globalisierung und das große Stichwort ist hier Zusammenarbeit. Denn man kann einen gesteigerten interkulturellen Austausch sehen, der mehr unterschiedliche Kulturen zulässt, der das Verständnis für unterschiedliche Kulturen zulässt. Man hat eine verbesserte Vernetzung zwischen den einzelnen Lebensbedingungen und Entwicklungs- und Industrieländern. Man hat einen schnelleren Zugriff auf neue Technologien und das ermöglicht letztendlich auch, dass man sich mit verschiedenen Krisen und der internationalen Politik besser auseinandersetzen können. Und letztendlich ist es auch so, dass wir ein wirtschaftliches Wachstum haben, was natürlich durch diese Globalisierung extremst gefördert wird. Und zuletzt diese Dimension der ökologischen Krisen, wo man eben globale Ebenen auf einer verschiedenen Dimension, auf einer internationalen Dimension, auf einer globalen Dimension letztendlich bekämpfen kann. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei. Wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte. Also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Gucken wir uns nun die negativen Auswirkungen der Globalisierung an. Und auch hier ist wieder ganz wichtig, sich immer im Hinterkopf zu rufen, dass es auch positive Auswirkungen gibt. Wir aber jetzt erstmal auf die negativen Auswirkungen eingehen wollen. Und dabei ist es ganz klar so, dass die wachsende Macht multinationaler Konzerne und letztendlich auch die Errichtung von Monopolen die Welt Finanzmärkte letztendlich kontrolliert. Das heißt, eine ganz wichtige negative Auswirkung der Globalisierung ist hier, dass wir multinationale Konzerne haben, Global Player im Zweifelsfall, die dann Monopole errichten. Wir haben das in verschiedenen Branchen immer wieder gesehen, dass enorme Marktmacht dazu führt, dass internationale Monopole errichtet werden. Gerade in Entwicklungsländern es so ist, dass die Globalisierung dazu führt, dass diese Unternehmen sich sehr schnell durchsetzen können, weil sie eben diese Marktmacht aus ihren Heimatmärkten noch haben und damit dann letztendlich auch die Weltfinanzmärkte kontrollieren können, beziehungsweise eine enorme Macht auf diese Finanzmärkte ausüben können. Und das kann natürlich erstmal kritisch angesehen werden, weil es letztendlich eine negative Auswirkung der Globalisierung ist. Darüber hinaus ist es so, dass wir hier eine Stärkung der wirtschaftlichen Kräfte unabhängig von politischen Kräften sehen. Mit der Globalisierung haben wir auch immer weiter eine Liberalisierung der Finanzmärkte gesehen, der Wirtschaft gesehen. Und das führt letztendlich dazu, dass sich die Kraft, die insbesondere natürlich in der politischen Dimension häufig verankert sein sollte, die Legitimation des wirtschaftlichen und politischen Handelns, des täglichen Lebens, letztendlich hier darüber Entscheidungen zu treffen, das liegt ja eigentlich in der Politik. Hier ist es aber jetzt so, dass man bei den negativen Auswirkungen der Globalisierung definitiv benennen kann, dass immer mehr wirtschaftliche Kräfte bestärkt werden und dass dadurch die eigentliche Kraft, die eigentlich von Politikern ausgeht, die eigentlich von politischen Kräften, in politischen Kräften gesehen wird, dass diese jetzt immer stärker sich entsprechend auch in wirtschaftliche Kräfte umwandelt und dass wirtschaftliche Unternehmen immer stärkeren Einfluss haben. Darüber hinaus ist es so, dass der Aufbau einer überstaatlichen Gewalt stattfindet, wenn man es so nennen möchte. Man muss hier mit diesen Begriffen immer sehr vorsichtig sein. Dabei ist es letztendlich fernab vom Bürgertum und seiner demokratischen Kontrolle genau diese Kritik, dass die Legitimation, die eigentlich durch die Politik erfolgen sollte, jetzt eben durch wirtschaftliche Unternehmen erfolgt. Und das heißt, hier ist es so, dass man sich diesen verbindlichen Regelungen entzieht und dass man eben außerhalb des Gesetzes ein eigenes Gesetz schreibt, was eigentlich nur darauf fokussiert ist, dass man sich selbst weiter, immer weiter mit verschiedenen wirtschaftlichen Erfolgen beglückwünschen kann, dass man immer weiter sich selbst hier entsprechend weiterentwickeln kann. Und das ist eine negative Auswirkung der Globalisierung, denn die Globalisierung lässt dies häufig zu, weil der internationale Austausch dahingehend nicht so optimiert ist, als dass da bestimmte Sanktionen schnell erfolgen können. Und zuletzt ist es so, dass wir auch einen Machtentzug zwischenstaatlicher Institutionen, wie beispielsweise den Vereinten Nationen sehen. Und das ist genau darin begründet. Das ist letztendlich
alles zusammengefasst in einen Punkt, was wir euch hier gerade dargestellt haben. Denn dadurch, dass die politischen Kräfte immer weiter natürlich an Macht verlieren und dass wir eine Stärkung der wirtschaftlichen Kräfte, der wirtschaftlichen Unternehmen sehen, ist es auch so, dass diese zwischenstaatlichen Institutionen, wie beispielsweise die UNO, aber wir haben ja auch den Internationalen Währungsfonds uns angeguckt, wir haben uns angeguckt, was die Bedeutung der WTO oder der Weltbank ist. All das sind natürlich zwischenstaatliche, nationale, internationale Institutionen, die eine Bedeutung haben, dass da ein Machtentzug stattfindet. Und genau das wird hier entsprechend als negative Auswirkung der Globalisierung gedeutet, weil entsprechend die Macht nicht mehr bei der Politik liegt, sondern sich eben dem Ganzen entzieht. Und damit fassen wir euch das Wichtigste rund um die negativen Auswirkungen der Globalisierung nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, die wachsende Macht multinationaler Konzerne und die Errichtung von Monopolen führt letztendlich dazu, dass die Weltfinanzmärkte nicht mehr in der Macht der Politik sind, sondern eben, dass eine Stärkung der wirtschaftlichen Kräfte stattfindet. Außerdem wird kritisiert, dass letztendlich eine überstaatliche Gewalt aufgebaut wird, die sich der demokratischen Kontrolle entzieht. Damit spielt man insbesondere auf globale Unternehmen an, die hier kritisiert werden. Außerdem findet ein Machtentzug zwischenstaatlicher Institutionen statt. Wir hatten beispielsweise die Vereinten Nationen benannt, aber eben auch die verschiedenen Unternehmen bzw. Institutionen, die hier eine große Rolle spielen, wie der Internationale Währungsfonds oder entsprechend auch die Weltbank und die WTO. Und damit soll es auch schon gewesen sein mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch super gefallen, denn falls es so ist, könnt ihr gerne ein Like da lassen und unseren Kanal kostenlos abonnieren. Außerdem ist unser Kurs jetzt da. Alles rund um die Globalisierung findet ihr jetzt im ersten Link in der Videobeschreibung. Und das Beste ist, da bekommt ihr nicht nur Texte, Aufgaben und Zusammenfassungen sowie auch Lernkarten für das schnelle Lernen, sondern ihr bekommt jetzt auch 20% mit dem Code WELCOME. Einfach WELCOME beim Checkout eingeben und ihr bekommt 20%. Ansonsten noch ein bisschen Werbung für unser eigenes Abo, was wir für euch erstellt haben. Selbstorientiert Plus, damit bekommt ihr wirklich alles, was ihr braucht, um euch ideal auf die kommenden Klausuren vorzubereiten in allen möglichen Fächern, die wir entsprechend abdecken. Checkt es gerne mal aus, erster und zweiter Link in der Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!